Ungeheuer guten Tag mit euch und willkommen zu einer Runde Endergames. Ich habe eben auf Twitter geschrieben, schlag doch einfach mal vor, was soll ich denn heute für ein Spielmodus spielen? Sehr viele haben sich Endergames gewünscht, weil ich es noch nie auf dem neuen Kanal gespielt habe. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber es stimmt wirklich. Und das habe ich ja damals sehr, sehr oft gespielt. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, mache ich dann gerne. Ich blende mal hier einfach einen Kommentar ein. Und ich habe ein paar Sachen zu erzählen. Erstmal noch, im Hintergrund liegt der Peter auf der Couch. Der spielt gerade Super Smash Bros. Für den Nintendo DS. Und wir machen auch gleich noch ein Real-Life-Video zusammen. Wir waren heute zusammen unterwegs mit Paluten und es kommt gleich der Vlog noch, wo wir ein paar Fragen beantworten und ein bisschen was von unserem Tag zeigen. Und ich habe etwas vor. Also erstmal kann ich endlich eine freudige Ankündigung machen. Zu einer Frage, die oft gestellt wird, nämlich Ungeschlagen. Ich hatte ja gesagt, Ungeschlagen kommt spätestens im Dezember. Das hat sich dann alles ein bisschen verzogen, dadurch, dass der Kanal quasi... das alles mit dem Kanalwechsel und so weiter, haben auch sehr, sehr viele Leute geschrieben, ey Simon, gar kein Thema, mach dir keinen Stress, lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, das können wir verstehen, ist ja gerade echt viel, was los ist und so weiter und so fort, viele verstehen es trotzdem nicht und schreiben halt jeden Tag, wo bleibt das, wann kommt das, du hast gesagt, das kommt im Dezember, ja, habe ich gesagt, aber habe ich gesagt, dass ich meinen Kanal wechsle, ja gut, das habe ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich nur informieren, dass Ungeschlagen, oh, leck mich doch. Bist tot? Nein, ich mach Horror-Contest, aber 0 Meter die ganze Zeit. Okay, Peter macht den. Macht dir zu viel Damage hier. Ich weiß gar nicht, ob man dich hört von da hinten, aber Peter macht den Home-Run-Contest, falls ihr euch mit Super Smash auskennt. Und Ungeschlagen ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Ich möchte jetzt kein Datum sagen, bevor dann wieder Leute rummeckern, weil es nicht pünktlich kommt, weil es manchmal momentan ist halt immer auch ein bisschen stressig, aber mein Problem war hauptsächlich, dass ich auf den neuen PC warten musste. Oh. Ja, Beste. Einfach mal in die Höhle springen. Beste Simon. Okay. Okay. Ich hoffe, ich werde einfach durch jemanden getauscht. Ich hoffe, ich werde getauscht. Ich habe keine Lust, da jetzt hochzugehen. Außerdem kann ich auch gar nicht hochkommen, keine Blöcke. Bitte tausch mich jemand. Bitte tausch mich. Naja, erzähl ich. Also nutze ich jetzt Zeit, um zu erzählen. Auf jeden Fall wird es kommen. Ich habe jetzt einen PC, kann ich endlich eine lange Aufnahme machen, weil Ungeschlagen Folge 100 soll halt eine lange Aufnahme sein. Ich will halt viele Challenges kombinieren. Hatte damit oft angefangen auf dem alten Kanal, aber ist immer wieder die Aufnahme abgestürzt und dann war es immer so eine Scheiße, dann irgendwie auch dann nicht so gebockt. Zusätzlich habe ich mir etwas überlegt, was ich auch schon auf dem alten Kanal vorhatte, aber da nicht mehr gemacht habe. Es gab ja mal eine Serie von mir, die hieß ja einfach nur Ender Games Serie und in der Serie habe ich halt alle Ender Games Kits nach und nach durchgespielt. Und danach habe ich ja sehr, sehr, sehr wenig Endergames gespielt, weil ich finde immer irgendwie Endergames ist so geil, wenn man so jedes Kit irgendwie durchgeht. Aber so als Spiel einfach so habe ich es dann einfach selten, ich weiß, seltener gespielt. So, was ich jetzt einfach, komme ich da dran? Oh shit, ey, ich hasse das, wenn die Wand so ist, dass man nicht an diesen Block rankommt und der trotzdem da zu sehen ist. Haha, das hatte ich am meisten. Ich hatte einfach nochmal Bock, quasi diese ganze, die Endergames-Serie, so ein Remake davon zu machen. Aber diesmal nicht so, dass ich jedes Kit nacheinander spiele, sondern dass ich bei... Ja, läuft. Erstmal einen Turm bauen. Dann, baue ich einfach mal jetzt eine Werkbank. Da unten ist jemand. Okay. Dann baue ich erstmal jetzt eine Werkbank. Und... dann mache ich erstmal Schuhe. So... erstmal eine Eisenbrust, dann Goldschuhe, Goldhose und dann gehen wir mal Abdach da unten. Ui. Zack. Und dann gehen wir direkt zum Typen da, der ist 5 Stück entfernt. Auf jeden Fall wollte ich schon auf dem alten Kanal nochmal ein Remake davon machen, wo ich halt nach jeder... Jetzt rennt er weg. Wo ich nach jeder Challenge quasi euch abstimmen lasse. Jetzt bin ich in dieser Schlucht, wo ich... Oh, kann doch nicht sein, dass ich mit dem Typ, der getauscht werde. Das kann doch nicht sein. Ey, das kann doch nicht sein. Ich hab kein Holz und kann mich nicht hochbauen. Stein abzubauen dauert 8 Jahre. Ne, ist eine andere Schlucht. Sehe ich gerade. Alter. Gott, ist das eine echt eine... Oh, da ist ein Name. Okay. Auf jeden Fall wollte ich die ganze Serie nochmal remaken, wo ich halt nach jedem Kit, also ich nehme irgendein Kit und dann in dieser Folge mache ich eine Abstimmung mit irgendeinem Programm, wo ihr abstimmen könnt, was für ein Kit das nächste sein soll. Und dann gebe ich immer in der nächsten Folge
wird das nächste Kit dann gespielt und so lange, bis ich wieder alle Kits durch habe. Ich fand das einfach mega geil, diese Endergames-Serie, aber danach habe ich halt selten Endergames gespielt, weil irgendwie, ich finde das halt als so eine Serie, wo man jedes Kit quasi durchspielt, echt eine coole Sache, aber einfach so habe ich selten diese Gelegenheit dazu, obwohl Motivation dazu gehabt. Diese Turmbauer, das ist doch nicht normal. Keine Lust jetzt da runter zu springen und die Hälfte meiner Leben an Schaden zu bekommen, nur weil die Leute jetzt denken hier, dass sie einen Turm bauen müssen. Dann mache ich eine Wendeltreppe. Ja, und das hätte ich auf jeden Fall Bock. Also falls ihr auch Bock habt, ihr könnt einfach mal schreiben, was haltet ihr von der Idee, nochmal ein Endergames Remake. Es gibt ja auf dem Kanal noch gar keine Endergames Serie, oder Endergames Folge, bis auf diese Folge hier. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt bin ich echt relativ schlecht equipped, weil ich die ganze Zeit relatives Portpech hatte. Okay, da unten ist jetzt jemand. Ist das diese Höhle, wo ich eben drin war? Ja, da unten ist einer, aber ich guck mal erstmal ganz kurz hier rein. Ah, perfekt, eine Enderperle, dann kann ich mal da wieder raus. Das ist schon mal super. Okay, und dann gehen wir jetzt mal... Wir haben nichts zu essen, doch, den Fisch. Und dann gehen wir jetzt mal da runter. Okay. So, du bist schon mal tot. Ist hier noch einer in der Nähe? Nee. Oh, gut. Der eine ist jetzt gerade, während ich geportet bin, gefallen. Das finde ich auch gut. 78 Blöcke, gehen wir direkt zum nächsten besuchen. Ja, also hättet ihr Bock auf nochmal eine Endergames-Serie Remake, so wie wir alle Kids durchspielen? Oder was haltet ihr davon? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt werden wir mal die restlichen Gegner hier auseinandernehmen. Wir machen gleich noch ein Real-Life-Video, also Peter macht da mit. Wir beantworten ein paar Fragen. Ich hab keinen Bock darauf. Peter. Simon. Ja, so heiße ich. Du bist so toll. Du bist scheiße. Ich wollte. Okay. Hier ist irgendwo einer. Ich hab übelst einen Rekord aufgestellt. Hä, ist hier eine Höhle, die so runterführt? Hä? 30 Blöcke. Hä? Ah, da ist einer. Oh geil, dicke Rüstung. Umsonst. Oh, danke. Dicke Rüstung gratis. Okay. Erstmal ein dickes Schwert. Was gibt's hier noch, was ich brauche? Eisen, habe ich schon. Dia-Helm. Einfach dank der Schnelligkeit. Alter, der hat echt viel Stuff dabei. Oh, nochmal dicke Rüstung. Okay, warte mal kurz. Wo ist denn jetzt 205 Blöcke, ich habe also Zeit. Okay, liegt da irgendwas, was ich brauche? Ich glaube nicht. Okay, würde ich erstmal... Alter, ich hab zwar kein Eisen und kein Dias, was ein bisschen schade ist, aber ich... Auch mir geht's nicht schlecht. Also, da hat jemand hochgebaut, okay. Ah, der hat TNT und alles benutzt, um mich hochzubauen. Läuft bei dem. So. Was habe ich denn hier alles? Okay, ein N... Also erstmal, das kann ich zusammencraften. Kombiniert noch mit dem. Mach mal bitte den Ton aus, Peter. Er spielt einfach Super Smash Bros. Ich komme da die ganze Zeit dran, ich hab so dicke Wurstfinger. So, er spielt erstmal Super Smash Bros. Mit Ton, wenn ich aufnehme. Läuft bei ihm. So. Machen wir uns Brot. Okay, wir haben jetzt nicht die Überrüstung. Und wir haben leider auch kein Eisen, keine Dias mehr. Es gibt noch. Achso, wir haben noch einen Gegner. Und der ist 250 Blöcke entfernt, okay. Okay. Dann porten wir uns mal eben hoch. Ha! 38 Blöcke Entfernung, weil ich jetzt direkt bei ihm bin wegen der Enderperle. Boah, wie geil war das denn? Wir wären eigentlich 250 Blöcke entfernt gewesen, aber durch die Enderperle bin ich jetzt direkt bei ihm. Das war sau nice. Alter, wir wären eigentlich 205 Blöcke voneinander entfernt gewesen. Aber genau bevor meine Enderperle aufgeprallt ist,
wurde er zu mir geportet auf meinem alten Platz. Dann bin ich auf seinen Platz geportet worden. Dann ist meine Enderperle aufgeprallt und ich bin wieder auf diesen Platz gekommen. Also in der Nähe von dem Platz. Das war ein guter Endding. Da habe ich ein paar Pfeile geschossen, der hat sich versteckt. Enderperle runter, bam, bam, tot. Der hat gut Schaden kassiert. War nice. Okay, gut, das war eine kleine Runde Endergames. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute Abend kommt noch... Oh, gut. Jetzt ist auch gerade Minecraft gecrashed. Gut. Also, perfekt. Das ist Schicksal. Ich sollte jetzt hier auch aufhören. Hatte ich auch vor. Was ist eigentlich mit Nvidia in letzter Zeit los, dass Minecraft so oft crasht? Naja. Also, habt ihr Bock auf eine Endergames Remake-Serie, wo jedes Kid durchgespielt wird? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Warum lachst du? Weil ich das Kind verstanden habe. Ach, Endergames Kinder. Wie gewohnt gibt es heute noch ein Tagebuch-Video, also ein ungefilmt Video. Peter ist heute dabei. Und ihr könnt uns gerne auch auf Twitter schreiben, Hashtag ungepetert. Könnt uns gerne noch Fragen zusammenstellen, wenn ihr Bock habt. Dann nehmen wir die auch mit ins Video rein. Und falls ihr mein Tagebuch-Video von gestern verpasst habt, schaut auf jeden Fall rein. Das war echt sehr lustig. Haut rein, ciao.